Ekenas, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tomb Raider 2 Remastered World Collectibles. So, wir sind in Dings angekommen, hier in die Katakomben des Talion. Und damit wir nicht direkt aufgespießt werden, spielen wir hier so ein bisschen beiseite. Ansonsten bekommt ihr ein paar Stacheln. So, springen hier dran. Und das erste Secret lässt tatsächlich nicht allzu lange auf sich warten. Da hinten seht ihr so Fackeln. Und bei den Fackeln haben wir sogar noch ein Secret. Aha. Aha. So. Als nächstes haben wir einen neuen Gegnertypen. Einen Yeti. So. Den... ja, um den abzuschießen, einfach Granatwerfer nehmen, geht am schnellsten. So, da habt ihr noch einen Gegnertyp gesehen, den wir hier häufiger vertreten haben. Schneeleoparden. Ich bin da aus Versehen einen Schritt zu weit gegangen. Ja, hier das Level eigentlich ein recht kleines, aber feines Level, muss ich sagen. Also. So. So, dann hochklettern, rückwärts springen, rollen dabei und festhalten. Zack, zack. Jetzt hochziehen und mit der U ziehen. Hier wieder am Rand entlang gehen, weil da unten wieder Stachelfallen sind, die wir nicht abbekommen wollen. So, jetzt sind wir in der ersten größeren Höhle angekommen. Nehmen wir jetzt mal 16 in die Hand, weil da zwei aufdringliche Herren kommen. Die haben wir uns damit auch gekümmert. Das ist lustige Ansicht. Oh, cool. Aha. Man kann von beiden alles direkt aufnehmen. So. Dann nehmen wir nochmal die Musis in die Hand. Wenn wir hier hingehen. Wie gesagt, Schneeleoparden sind hier einige. Hier unten ist nicht viel, ist eigentlich nur ein Medikit, aber wir nehmen mit, was wir mit. Ne? So. Dann springen wir hier auf diesen kleinen Pfosten. Von hier können wir hier hochspringen. Dann gehen wir über diese Fallen. Einmal hoch bitte. Bloß nicht runterfallen, das sind einfach nur Stacheln, die wollen wir nicht mitnehmen. So, klettern ein wenig hoch, dann können wir rückwärts springen. So, jetzt heißt das ein bisschen probieren, probieren, probieren. Das war der daneben. So, genau. Dann kommt man nämlich hier oben hin, kann hier den Hebel betätigen, damit das Gitter weggeht. So, jetzt speichern wir aber auch einmal, weil das jetzt hier ein bisschen schief gehen kann. Rüberspringen, rutschen, nochmal springen, aber nicht festhalten, sondern nur... Aha. Nur springen, ja? Ihr bekommt übrigens dafür auch eine Auszeichnung, weil ihr das Ding so ganz schnell erreicht habt. So, zusätzlich ist hier das Wasser weg.
Also können wir uns jetzt hier ablassen. Immer schön festhalten, damit es nicht zu schmerzhaft wird, ne? Und hier springen wir gerade ein bisschen rüber. Und dann können wir die eben eingesammelte Maske sogar direkt einsetzen. So, von oben werden jetzt Lawinen kommen und es werden vier Schneeleoparden kommen, also... So, also viel Action auf einmal, aber ja, macht Spaß. Danach springen wir hier rein. Da sind noch zwei Schneeleoparden. So, aber weil zwei ja nicht gut sind, holen wir uns noch mal zwei. Und weil das ja immer noch nicht gut ist, holen wir uns noch mal zwei. In das Wasser rein, um nochmal eine Maske aufzusammeln. Mit dieser Maske sind wir dann schon bei 9 von 39 Items. Also über viel Items sind wir nicht. Jetzt sind hier zwei menschliche Gegner. Nerven können. Nerven tun sie. Aha. Ja. Aha. Lassen aber wenigstens Eido was halten, ja? Also immerhin. So, dann gehen wir hier wieder raus, wie wir reingekommen sind. Das wird aber nicht das letzte Mal sein, dass wir hier reingehen. So, mit der frisch erhaltenen Maske kommen wir nämlich hier hinten jetzt weiter. Aber bevor wir die einsetzen, holen wir uns oben noch ein Item ab. In dem Level haben sie gerne ein einzelnes Item irgendwo mal hingestellt. Vielen Dank dafür. So. Wenigstens Granaten, ne? Na gut, es sind zwei Items, sorry. Wir brauchen ja nicht direkt Angst haben oder so. Noch können wir nicht an uns ran. Erst wenn wir diesen Hebel betätigen. So, also nehmen wir uns schon mal für gleich hier 16 Milliarden. Und betätigen. Jetzt hier mit euch! Scheint sich zu schüchtern. Aha. In den Ecken finden wir dann auch noch ein bisschen gut. Eigentlich müssten das auch vier sein. Nicht nur drei. Ah.
16 nicht gut für Nahkampf zu machen. Aha. Ich habe mich noch gewundert, warum es nur 4 sind, ne? So, das Item dort, das ihr hier seht, holen wir uns auch gleich, keine Sorge. Nein, nicht festhalten, aber ziehen! So, diesen Steinblock müssen wir jetzt da reinklemmen. Deswegen dreimal ziehen und dann einmal da reinschieben. Weil, ihr hört es schon an den Schritten, da kommen wieder Gegner. Wieder menschliche Gegner. Aha. Nein! Nein. Lara. Aha. Ah, da kommt er. So, jetzt haben wir den auch. Meine Güte, da lässt er sich. Aber echt Zeit. Aha. Ihm hat's anscheinend in der Kuhle dort richtig gut gefallen. So, jetzt noch die Items von ihm hier. Aha. So, dann sind wir schon bei 28 von 38, 39 Items. Also, die Items kommen hier relativ schnell. So, wir haben ja jetzt hier oben das Tor geöffnet. Dann wollen wir da natürlich durch. Vorsicht, Lawine. Anlauf da rüber. Oh. Und einfach mal weiter hochklettern, ne? So, da unten sind jetzt ein paar Fische, die uns abwerfen wollen. Auch an Land jetzt hier weitergehen. Einzige ist, da sind halt so Stachelfallen. Ach, jetzt aber. Das muss man jetzt schon mitnehmen. So, und so ausrichten. Dann dort in die Kante. Jetzt geht ihr hier einfach immer weiter hoch. Bis an den vorletzten Querbalken. Der helle da. Nur eins, genau. Und einfach rückwärts springen. Und schon sind wir da. Aha. So, kurz nach links wenden. Hier ein bisschen reinschwimmen.
weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Mit Anlauf an der Leiter und klettern. So, hier müsst ihr auch nicht bis oben hin. Und dann einfach rückwärts springen. Dann gibt es hier einen Hebel, den ihr betätigen könnt. Und zack. Einmal rückwärts gegen die Mauer. Hier kommt jetzt nochmal ein Schneeleopard, um den wir uns jetzt kümmern. Bevor wir dann uns dem Hebel hier widmen. So. Wenn wir das alles getan haben, dann geht es zurück in den Raum. Und die ganze Passage nochmal zurück. Drehen, wenn ihr wollt. Und wir gehen wieder in den Hauptraum zurück, wo wir ja jetzt das Tor geöffnet haben. So. Wir haben auch nicht mehr viele Gegner tatsächlich. Nur noch viele Items. So. Springen wir einfach mal rüber, drehen dabei. Na? Okay. So, weil hier wieder so ein dunkel ist, wir sammeln jetzt hier mal die Items auf. Aha. Wir werden dann feststellen. Hey, wir haben 34 von 39 drin und es bleibt noch ein Secret. Genau. So, jetzt nehmen wir aber jetzt mal den Granatwerfer in die Hand. Einmal wegstecken. Die Waffe in die Hand nehmen, umdrehen. Oh. Der nächste Schneeleopard, der uns überraschen wollte, ist Geschichte. So, wir gehen jetzt hier wieder raus. Und anstatt diesmal runterzuspringen zu den Schneeleoparden. So, gehen wir hier hoch. Hier passiert erstmal nicht viel. Was für uns wichtig ist, ist. Wir wollen jetzt mal eine andere Ansicht haben. So, danke. Die Kugel hilft uns, die Mauer dort kaputt zu machen. Ach, ich auch. Ach. Aus dem Schritt zu weit gegangen. Na, ist egal. So. Was wir jetzt noch jetzt geschafft haben, ist, dass diese Kugel dort oben uns den Weg frei gemacht hat. Hierhin. So. Wenn wir hier drauf die Plattform gehen, öffnet sich hier diese Tür. Und ich weiß gar nicht, warum ich geklettert bin. Dann klettern wir an dieser unscheinbaren Wand hoch. Ich habe ein bisschen weiter rechts gemusst, damit die gute Lara sich nicht so mühsam immer hochschleppt. Und dort haben wir unser letztes Secret. Aha. Diesmal sogar mit zwei verschiedenen Modellen. Also interessant, interessant. So, um dieses Rätsel hier zu lösen, das speichern wir nochmal ab, weil man muss einmal über diese Stacheln. So. Okay. Das machen wir jetzt also nochmal, nur schön. Also, darauf, darauf.
das Level nämlich auch schon geschafft. Wunderschön!